Weiter geht's mit Corekeeper. In der letzten Folge haben wir hier oben noch mal ein bisschen an unserer Basis weitergebaut. Und das werden wir auch noch mal in dieser Folge machen. Und zwar würde ich ganz gerne mal eine automatische Schmelze bauen für Erze. Dann noch mal eine automatische Schmelze für Glas. Und wenn wir schon mal dabei sind, würde ich unten gerne anfangen, die Küche zu bauen. Wo wir dann das ganze Essen lagern und die Öfen hinpacken. Hier direkt über dem Feld. Ich glaube, das sollte ganz gut passen. Da gucken wir noch mal, dass wir hier irgendwie einen Weg bauen, der das mit unserer Main-Basis verbindet. Aber wir starten hier erstmal mit dem automatischen Schmelzen. Wir haben hier schon mal zwei Truhen vorbereitet. Hier die ist für Glas und die hier für die Erze. Beide Bänder führen hier auch schon runter. Und dann werden wir hier anfangen, die Sachen zu schmelzen. Mal sehen, wie groß machen wir die denn? Ich glaube, dass wir von jeder Erzart 2000 reinstecken können, sollte reichen. Das heißt, wir brauchen hier einmal Kupfer, Zinn, Eisen, Gold, Scarlet, Octarin, oh, Galaxit, nochmal Galaxit und Wand. Passt ja ganz gut. Dann haben wir eine frei, die Öfen. Galaxit, Galaxit. Hier noch so drei Platz fürs neue Update, falls ein neuer Ofen dazukommt, wo wir neue Erze schmelzen müssen. Und dann ist das hier in etwa der Bereich, den wir brauchen. Würde ich sagen, hebe die schon mal komplett aus und verteile die über Labyrinthböden. Gut, das sollte am Platz auf jeden Fall reichen. Was wir jetzt noch brauchen, sind die ganzen Öfen und Greifarme. Aber die habe ich schon dabei. Gut, wir brauchen wir Erdwände. Die habe ich gerade nicht hier. Aber die müssten hier irgendwo rumliegen. So, nehmen wir einfach mal 500 Stück mit. Und hauen die hier mit in die Truhe. Aber noch für später welche. So, der Ofen kann drei Erze schmelzen. Und wir wollen jedes Erz zweimal haben, ne? Dann brauchen wir 6 normale Öfen. Und 6 fortgeschrittene Öfen. Und noch 2 Inbrunstschmieden für Galaxit. Dann sollten wir alles haben. Dann mal sehen, wie ich das hier am besten verteile. Gut, ich denke, so sollte das funktionieren. Die Erze kommen hier an und werden dann hier wegsortiert, dahin, wo sie hinpassen. Bis sie dann am Ende hier ankommen. Dann haben wir hier hinten noch Platz, um später neue Öfen hinzustellen, für Notfall. Je nachdem, wie wir das neue Erz verarbeiten. Und dann kommt das Förderband hier lang zurück und geht dann hier rum und verbindet sich dann hier mit dem Mobfarm-Förderband, was dann hier einfach ins automatische Lager fließt. Sehr gut. Schöner machen müssen wir das hier drin eigentlich nicht unbedingt, denn ich glaube, hier hinten kommen wir später sowieso nie hin. Da müssen wir auch niemals reingehen hier. Es sei denn halt, wie wir uns umbauen. Also werde ich wahrscheinlich sowieso eine Wand hier irgendwo nochmal hinziehen. Und dann vergessen wir den Raum einfach wieder. Aber ich würde sagen, wir schnappen uns hier ein paar Roherze. Da sollte schon was zusammengekommen sein. Ja, hier 800 Kupfer. Und 700 Scarlet. Bisschen Gold. Bisschen Octarin. Und ein bisschen Zinn nehmen wir auch noch mit. Dann hauen wir das mal alles hier irgendwie rein. Und wenn alles klappt, dann klappt es. Logischerweise. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Zinn kommt an, passt da nicht mehr rein. Galaxit wird auch einfach durchgegeben. Bis dann hinten im Galaxitofen ankommt. Und der fertige Kupferbarren kommt noch hier unten. Ja, das funktioniert auch sehr gut. Hier ist alles schon am Schmelzen. Oh, gut, dass ich nochmal geprüft habe. Ich habe mal wieder die Förderbänder vergessen. Was heißt vergessen? Nicht richtig gesetzt. Das passiert mir auch jedes Mal. Hier überall der gleiche Fehler wieder. So, das hat das. Das muss nach da gucken. Das muss nach hier gucken. Und der Rest passt. Dann droppen wir hier nochmal die Sachen. Und dann mal sehen, ob es im Lager ankommt. Ja, der Greifer nimmt es, packt es in die Truhe. Der andere nimmt es wieder raus und packt es auf das Förderband fürs Lagersystem. Das passt alles perfekt. Sehr cool. Dann machen wir es gleich jetzt nochmal auf der anderen Seite für Glas. Ich hatte hier zwischen den Folgen ein bisschen was gestartet und auch schon in der letzten Folge. Ah, shit. Da ich kein Glas mehr hatte. Und ich brauchte was für Glaswände und oben für die Brutkästen. Aber ich denke auch mal, 3 Glasschmelzöfen sollten reichen. Wann schmilzt man schon mal mehr als 3000 Glas auf einmal? Dann mal sehen. Glas wird hier ankommen. Oder eher gesagt die Sandwand. Dann machen wir hier den Eingang. Dann machen wir hier so einen kleinen Raum hin. Was haben wir denn? Zack, Greifarm, Ofen. Greifarm, Ofen, Greifarm. Förderband? Keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich mich verzählt habe. Aber ich glaube, so sollte es passen. Dann lasse ich hier wieder alles weg und platziere Labyrinthboden. So, das ist noch ein ganz süßer Raum hier. Dann sagen wir, das Zeug kommt da an. Der Roboterarm sammelt es auf. Packt es in den Ofen.
in den Ofen. In den Ofen? Dort wird es dann wieder rausgenommen. Kommt wieder aufs Förderband. So, diesmal auch darauf achten, dass ich die richtig spaziere. Und dann geht sie wieder zurück. Das sieht mir schon mal sehr gut aus. Brauchen wir noch Strom? Und dann sollte die Sache auch laufen. So, Kabel, Kabel, Kabel. Generator. Läuft alles, ne? Ja. Jeder Greifarm hat Strom. Und jeder Ofen wird ausgeleert. Und hier kommen auch schon die ganzen Erze an. Läuft alles sehr gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal hier oben zur Statue. Teilen das hier ein bisschen auf. Und packen einfach mal den Sand rein. Dann mal schnell runterlaufen und gucken. So, erstes Stückchen Sand kommt problemlos an. Und kommt in den Ofen. Sehr schön. Und alle anderen auch. Dann wird es jetzt hier ordentlich durchgeschmolzen. Und das fertige Glas wird rausgesaugt. Kommt wieder aufs Förderband und geht hoffentlich zurück bis ins automatische Lager. Ja, sieht sehr gut aus. Es war an sich eigentlich unnötig, sowas zu bauen, aber ist trotzdem ganz cool. Aber dann haben wir diese beiden Sachen schon mal fertig. Dann können wir uns jetzt um die Küche kümmern. Ich habe auch schon sehr lange das Feld nicht mehr abgeerntet. Ist auch mal wieder an der Zeit. Dann würde ich sagen, gucken wir mal runter zum Feld und schauen mal, wie wir das da bauen. Wie ist denn hier ein Sprengler kaputt gegangen? Zwei sogar. Wie konnte das denn passieren? Keine Ahnung, aber der Rest sieht noch intakt aus. Naja, dann fange ich mal an, hier ein bisschen zu bauen. Wir hatten gesagt, hier kommt eine Tür und hier kommt eine Tür. Dann haben wir hier Wände. Ich denke mal, von der Größe her sollte das so in etwa reichen. Dann guck jetzt zuerst mal, wie ich das mit dem Weg mache. Wie ich das Gebäude hier mit der Hauptbasis verbinde. Ich denke, ich werde jetzt erstmal so einen ganz geraden Weg durchziehen. Und dann später hier vielleicht mal rechts und links weitere kleine Räume bauen, wo wir irgendwas einlagern können. Aber momentan wüsste ich hier noch nicht, was wir hier hinhauen könnten. So, ich habe jetzt erstmal hier den Raum mit Boden ausgelegt und hier den Weg gemacht. Auch weil ich den Weg wahrscheinlich nicht benutzen werde, da ich mir da unten wahrscheinlich immer ein Portal reinstelle. Aber dann haben wir immer einen Weg und es sieht hier alles ein bisschen verbunden aus. Oh, und hier sieht man schon, das Glas läuft gut durch. Dann würde ich sagen, porten wir uns mal hoch zu unserer alten Küche und holen uns dann mal die ganzen Sachen ab. Da liegt nämlich noch ein bisschen Kram rum. Und den Rest, den wir noch brauchen, stellen wir uns hierher. Wie zum Beispiel ein weiteres Portal. Ich denke, ich werde noch ein paar mehr Kochtöpfe brauchen. So vielleicht nochmal 6 Stück oder so. Und dann machen wir uns auch nochmal ein paar Truhen. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, einen Eimer. Damit ich unten das Wasser besser verteilen kann. Und was noch? Ach, irgendwas war da sicherlich noch. Egal. Wird mir schon einfallen, wenn ich dann erstmal da bin. Dann machen wir als erstes hier mal Wasser rein. Dann kann sich das schon mal ein bisschen verteilen. Dann machen wir einen Glasboden drauf. So. Ach genau, Türen wollte ich mitnehmen. Das war's. Egal, holen wir jetzt später. Dann mal sehen, wo stellen wir das Portal hin. Ich würde sagen, wir packen es einfach hier hin. So. Dann kann sich das schon mal aufladen. Dann stellen wir die Kochtöpfe erstmal so hin. Keine Ahnung. Dann könnten wir hier so die 4 Sachen kochen, die wir immer am häufigsten brauchen. Und hier auf der anderen Seite dann Sachen, die wir nur hin und wieder mal brauchen oder so. Keine Ahnung. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Lagerplatz für ein paar Sachen, die wir zwischendurch mal lagern müssen. Aber ich glaube, fürs Erste lasse ich das so. Ich werde das sicherlich irgendwann nochmal erweitern und ein bisschen ausbauen. Aber das mache ich erst mit der Zeit. Wenn ich dann sehe, was mir hier noch fehlt und was ich hier noch gerne hätte.
brauchen auf jeden Fall noch Licht und noch ein bisschen Dekoration für den Raum, würde ich sagen. Und Türen. Es gibt aber noch eine Sache, die ich gerne vorher machen würde. Und zwar einmal alles, was hier oben ist, hier runterräumen und dann das Portal abreißen. Damit wir das dann auch schon mal hier unten haben und es sich aufladen kann. Gut, dann habe ich einmal das Inventar ausgeleert. Können wir ein bisschen mehr tragen. Dann gucken wir mal, was hier oben noch rumliegt. Weiß ich gerade gar nicht so genau. Ein bisschen Essen. Was ist denn hier noch drin? Holzschilder, Holzringe. Na, so ein ganzer Haufen Kleinkram noch. Na gut, ich nehme alles mit, was hier rumliegt. Und sortiere das dann irgendwann unten weg. Ach ja, genau. Meine ganzen Seifenblasenpistolen und Tentakelpeitschen sind hier noch. Genauso wie meine Kalksteinwände und Sandstrandböden. Die muss ich auch noch alle irgendwo verstauen. Egal, das Überschusslager sollte groß genug sein. Ich komme gerade durchs Portal raus und... Stand das Boot hier gerade auch schon? Nee, oder? Ich glaube, Jung hat mir das gerade vorbeigebracht. Ich war ja letztens in seiner Base und bin dann so ganz langsam hinter ihm hergeguckt. Mit meinem alten Boot. Ja, cool. Dann haben wir jetzt das Bessere. Ja, vielen Dank. Ja, da freue ich mich ja. Ich würde mir das auch immer schon mal herstellen, aber... Und solchen Sachen komme ich immer ab. Er schreibt, ich kann nicht in den Videos nicht mehr mit dem roten Boot fahren sehen. Aber muss er wohl noch ein bisschen machen, denn bis die Folge hier auf YouTube kommt, das wird noch ein bisschen dauern. Okay, die beiden Truhen sind schon mal leer. Dann trage ich jetzt nochmal schnell den Rest drüber. Okay, damit haben wir alles. Die letzten Truhen hier einsammeln. Und ich denke, das Haus werde ich dann komplett abreißen, sobald ich hinten die Holzhammen abgerissen habe und woanders wieder neu aufgebaut habe. So lange bleibt das Gerüst hier erstmal noch stehen. Aber nicht das Portal. Das kommt schon mal mit. Das können wir schon mal unten bei uns im Zentrum aufstellen. Ich hoffe mal, wir kriegen das hier irgendwie halbwegs symmetrisch hin. Aber sieht nicht gut aus. Habe ich damals nicht dran gedacht. Boah, das sieht ja schon echt scheiße aus. Tja, ich glaube, ich stelle es erstmal hier oben auf die Insel. Und dann überlege ich mir nochmal was. Oh ja, keine Ahnung. Mir fällt gerade nichts ein. Umbauen kann ich das auf jeden Fall nicht nochmal, da die ganze Basis sich ja danach ausrichtet. Oh, sind schon 20 Minuten um? Ich glaube nicht, oder? Nee, schade. Na gut, dann laufe ich da mal kurz noch zu Fuß runter und sortiere die letzten Sachen weg. Und dann werde ich auch mal wieder seit langem das Feld abernten. So, dann würde ich sagen, die beiden Kochtöpfe hier machen uns einmal hier das seltene Hafermüsli und den seltenen Pfefferwrap. Kommt natürlich auch in die passende Truhe mit rein. Und dann können wir hier hinten, keine Ahnung, so den ganzen... in Anführungszeichen Müll reinstopfen, den man wahrscheinlich sowieso niemals mehr essen wird. Ach, jetzt habe ich hier die Samen vergessen. Ich war ja mit den Feldern noch gar nicht ganz fertig. Mir hat hier überall noch was gefehlt. Vor allem Karotten, und die werde ich wahrscheinlich auch niemals bekommen, so viele. Ah, warte ich jetzt hier kurz, bis das Portal fertig ist? Nee, ich ernte einfach schon mal ab. Und ich habe wieder die Türen vergessen, sehe ich gerade. Egal, so, unser Inventar ist komplett leer. Mal sehen, was wir bekommen, wenn wir das alles abbauen. Okay, ich glaube, ich habe rausgefunden, was hier die Sprengler kaputt gemacht hat. Und zwar sind hier unten so 1, 2 Tentakel gespawnt. An den Feldern, die ich noch für die neuen Samen da gelassen habe. Die wir wahrscheinlich mal hochgeschossen haben. Dabei ein paar Sachen erwischt haben. Ach Junge, das ist alles voll hier. Dann setze ich erstmal so einen Holzrand, bis wir die Felder später final bebauen. Dann spawnt hier nichts mehr. Eigentlich können wir das Faserfeld hier unten abreißen. Und da auch noch Herzbeere pflanzen. Wir haben mehr als genug Fasern durch die Mobfarm. Habe ich schon mal gesagt, dass Einpflanzen keinen Spaß macht. Ich hoffe echt, mit einem neuen Update kommt irgendwas dazu, was das hier ein bisschen beschleunigt. So, aber alles abgebaut. Und das ist unsere Ausbeute. Natürlich alles nicht final, da mir bei jedem Feld noch irgendwelche Samen gefehlt haben. Aber doch schon mal ein ganz gutes Stückchen. Auch wenn das nicht gerade so viele goldene Pflanzen sind, wie ich es mir erhofft hätte. Gerade mal 58 goldene Bombpaprika und 75 goldene Leuchttulpe. Ist nicht wirklich viel. Wie viel Prozent haben wir nochmal auf goldene Pflanzen? 15 Stück. Na gut, wir haben ungefähr 500 Pflanzen angepflanzt, 500 Leuchttulpen und 75 davon sind Gold geworden. Das heißt, das sind so ziemlich genau 15% sogar, ne? Na gut. Trotzdem hatte ich mir mehr erhofft. Oh, sehr gut, hier oben ist das Feld schon wieder fertig gewachsen. Können wir gleich wieder abbauen gehen. Machen wir aber nicht, darauf habe ich gerade keinen Bock. Wir starten hier lieber ein bisschen was Leckeres zu essen. Und dann benutzen wir unser mittlerweile schon aufgeladenes Portal, um unser Inventar mal ein bisschen auszulernen. Und das war das falsche Portal. Na, können wir mal gucken, ob das hier alles noch läuft. Ich sehe hier schon ein paar Items, die gerade weggehen. Also, ob hier noch was ankommt, und das sieht sehr gut aus. Das heißt, da ist nichts kaputt gegangen.
Und da stehen auch noch alle Greifarme. Das freut mich doch. Ach ja, genau. Ich wollte noch irgendwas gegen die Schmetterlinge tun. Mal sehen, ob ich jemals doch die Wand dahin ziehen werde oder nicht. Vielleicht dann irgendwann, wenn ich die Mauer mal weiter. Na gut, dann gucken wir wieder hoch und diesmal auch zum richtigen Portal. Und dann lernen wir hier mal das Inventar aus. Gut, was machen wir hier? Das gefällt mir nicht so ganz. Dass das Portal hier nicht in der Mitte stehen kann. Ich meine, wir könnten auf jeder dieser Inseln ein Portal stellen, dann sieht das alles symmetrisch aus. Das ist halt eigentlich auch Ressourcenverschwendung. Oder ich muss einfach damit leben, dass es halt nicht passt. Man könnte es irgendwie so machen, dass man hier so ein Loch reinhaut, in die Mitte was sowieso Unsymmetrisches packt und darauf das Portal stellt. Ist zwar ein bisschen dumm, aber wahrscheinlich die beste Lösung. Ach man, dass das Portal nachher nicht Mitte steht, daran habe ich beim Bauen gar nicht gedacht. Man könnte es so hinstellen. Dann machen wir hier drum einfach so Glasboden mit Wasser drunter. Frage ist nur, steht das so gut? Oder soll ich es ein weiter hochstellen? Ist so besser. Ich glaube, unten ist schöner. Ich schau mal kurz ein bisschen Glasboden ran und einen Wassereimer. Okay, mal sehen. Wasser rein. Wasser wieder raus. Dann hauen wir da nochmal Glasboden drüber. Joa. Ist jetzt nicht optimal. Könnten da noch so zwei Stücke rausschlagen? Tja. Ist zwar ein bisschen traurig, aber ich glaube, besser wird's nicht. Na gut, wie wir das hier noch weiter einrichten. Ist dann ein Problem für die nächste Folge. Oder für eine der weiteren Folgen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich in der nächsten Folge daran weiterbauen werde. Aber dann hoffe ich mal, dass euch die Folge gefallen hat und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr selber mitspielen wollt, dann könnt ihr euch das rechte Video angucken. Da wird erklärt, wie ihr beitreten könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag.